Herzlich willkommen zurück zu The Years of WrestleMania bzw. bei The Streak. Und zwar heute machen wir jetzt mit dem Undertaker die Streak quasi verteidigen. Mal sehen, wie es geht. Ich habe auf meinem anderen Profil mal geschafft, 40 Leute zu schaffen. Hier habe ich mit, glaube ich, 26 geschafft. Mal sehen, wie wir es heute abschneiden mit dem Undertaker. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich den Einzug irgendwie angelassen. Scheiße. Ich will nur überspringen. Übersprungen, gut. WWE-Logo, Logo. Start Game. Triple H mit seinem alten Theme-Song. Yeah, Triple H. Der alte Triple H. Triple H Retro ist dran. Und ja, mal sehen, was das für Matches ist. Sie hatten ja 3 Matches gehabt, und zwar bei WrestleMania 17, 27 und 28. Mal sehen. Und ja. Und ein schöner DDT vom Undertaker. Ja. 3 Matches. Ich fand alle 3 Matches gut, muss ich sagen. Auch wenn das 28er Match auch sagen muss, dass die Stipulation nicht so ganz gepasst hat, aber vom Match-Qualität her ganz gut war. Nur ein bisschen die Stipulation, ein bisschen unpassend. Und schon orangen Kopf, dritte. Und wieder ein DDT. So, und jetzt noch ein Tritt. Hey, und jetzt. Oh, Kniestoß. Oder Facebuster heißt er, oder? Ich weiß es nicht. Schön gekontert. Und ein schöner Bulldog. Ja. Mal sehen, wie viel es schaffen. Also der Modus ist ja, man muss so viele Spiele... Also falls ihr mit anderen Superstars machen wollt, dann könnt ihr das Lumberknacker-Match machen. Das könnt ihr euch auch freischalten, wenn ihr den Undertaker so zwischen 21 und 30 besiegt. Ich weiß nicht. Also so um die Zahl. Und dann kriegt ihr das Lumberknacker-Match. Slumberknacker-Match frei. Ich weiß nicht, wie man es genau sagt. Ein schöner Chokeslam. Und jetzt ein Pin. 1, 2, 3. Jawohl, der erste ist draußen. Und jetzt kommt R-Truth. Der Undertaker hat, soweit ich weiß, nichts mit R-Truth zu tun gehabt, also in seiner gesamten Laufzeit. Und ja, den verpassen wir sofort, den Tombstone. Oh yeah. Und jetzt. Schön ausgeführt. Und jetzt. 1, 2. No! Und ein schöner DDT von Undertaker. Und jetzt versucht ihr nochmal 1, 2. Nein, das kriegt er wieder aus. Eieiei. R-Truth ist schon ein hartes Pflaster. Aber wir verpassen mal schnell einen Suplex. Aber ich glaube, die Fehde R-Truth gegen Undertaker, naja. Nicht so wirklich interessant. 1. No. So. Eieiei, scheiße. Der Clothesline war ja richtig verfehlt. Jetzt mal gehen wir auf sein Bein ein. Und was ich aber schade finde, ist, was ich auch in dem System hast, er hat nicht diese mystischen Kräfte wie der Undertaker bei verteidigter Streak, wo man zum Beispiel aus dem Hinterhalt zum Beispiel mit ihm liegen bleiben, zum Beispiel einen Chokeslam verpassen kann oder wo einfach mal Glocke und so. Das hätte ich noch cool gefunden, wenn das noch eingefügt wäre, aber egal. Und in der Regel ist es soweit ich so, dann gehen wir in die zweite Musik. In der Regel ist es so, wenn wir es machen, dann. Moment. Er trägt einen Chokeslam. Gegen Roman Reigns, den neuen Golden Boy, mit dem der Undertaker ja schon was zu tun hat. Und zwar, in dem der Undertaker ja die Triple Powerbomb verpasst hatte. Und Roman Reigns ja eigentlich so größte Anteil hat, dass er ihn verpasst hat. Sagen wir mal so. Und jetzt ein schöner Tombstone. Schön gemacht. Und 1, 2, 3. Jetzt kommt Randy Savage. Ich glaube, soweit ich weiß, hatten die noch kein Match gegeneinander gehabt. Aber woran ich mich erinnern kann, gab es, das habe ich zum Beispiel bei der Top 10 Szene gesehen, wo Miss Elizabeth von, ich weiß nicht, von irgendjemand attackiert wurde und der Undertaker den sozusagen aufgehalten hat und quasi Miss Elizabeth geholfen hat. Sagen wir mal so. Auch so eine Szene, womit die aber was zu tun hat. Also quasi haben die zusammengearbeitet in dem Moment. Auch was Cooles, ja. Ich glaube, das war Jake the Snake Roberts, ne, mit dem ja der Undertaker eine Feder hatte. So, was jetzt? Oh, schöner Tritt, ey. Das tut aber weh. So. Also wir verpassen schon ganz viele DDTs, wie ich merke. Aber das muss sein. Okay, und jetzt? Nein, Savage. Oh, nee, Schulterblock von Savage. Randy Savage, ja. Zu seiner Zeit war er natürlich der Beste, sagen wir mal so. Also war er einer der besten Ringer, also einer der besten Wrestler, einer der besten Techniker, sagen wir mal so.
Richtig cool. Und jetzt. Last ride. One, two, three. Und jetzt kommt der andere Triple H. Oh je, zwei verschiedene Rollen Triple H. Obwohl der Glatzke gewinnt Triple H nie auf den Undertaker getroffen hat, ne? Und direkt ein Tombstone. Ach, Mann. Und, schön ausgeführt. Und, jetzt. One, two, no, er kickt aus. Triple H isn't human. Naja, wie gesagt, die hatten ja schon mal eine Fehde gehabt. Und waren beide auch in der Attitude Era dabei. Und hatten auch einen Anteil, dass die WWE heute noch da ist. Muss man leider sagen, weil... Okay, den größeren Anteil hatte Undertaker. Okay, noch größeren Anteil hat Stone Cold. Und ja, danach The Rock und danach Undertaker, würde ich sagen. Weil, ja okay, Vince McMahon, aber der war ja kein WWE Superstar, sondern er ist der Besitzer, also er hat natürlich auch einen Anteil. Beziehungsweise man könnte theoretisch sagen, er hatte den größten Anteil gehabt. Und wenn er, wenn er 5 Siege hat, dann wird er abgeschwächt, also dann wird er ein bisschen stärker wieder. Dann wird irgendein Körperteil ein bisschen wegmachen, also ein Teil. Zum Beispiel, wenn du rot bist, dann wird es orange gemacht quasi. Dean Ambrose. Ja, das war das letzte Match, das der Undertaker geschritten hat, tatsächlich gegen Dean Ambrose bei der SmackDown-Ausgabe in Großbritannien, soweit ich das weiß. Hat der Undertaker ein Match gegen Dean Ambrose gehabt. Der Undertaker hat gewonnen via Hell's Gate, also via Submission. Und ja, danach gab es die Prügelei mit der Shield und so weiter, mit der Triple Powerbomb und so. Ja, und warum gab es dieses Match eigentlich? Ja, der Undertaker hat Dean Ambrose sehr gelobt und hat sich das Match halt gewünscht. Also es war nicht so, dass Dean Ambrose sagt, ich will ein Match gegen Undertaker, weil man muss sagen, der Undertaker hat einen viel größeren Status bei Vince McMahon oder bei den Offiziellen als jetzt zum Beispiel in Dean Ambrose, weil Dean Ambrose ist jetzt seit, ja, zu dem Zeitpunkt, wo der Undertaker noch nicht gekämpft hat, seit einem halben Jahr im Roster und der Undertaker schon knapp über 20 Jahre dabei, also das ist schon ein Unterschied. Und der Undertaker hat halt einen Mega-Status, weil er halt so treu ist und so lange erhalten ist. Ja. Aber ich würde mal echt mal wissen, wie das Verhältnis eigentlich zwischen den Undertaker und Triple H ist. Also, okay, die haben ein gutes Verhältnis, aber wie ist so die Macht eigentlich so, würde ich mal sagen. Weil es ist ja irgendwie komisch, dass der Undertaker, ne, also, sagen wir jetzt für die WWE betrachtet, ne, der Undertaker ist ja seit über 20 Jahren dabei, und der Triple H ist ja seit 95 dabei, Undertaker seit 89, 90 und trotzdem ist Triple H quasi sein Boss. Aber ich will mal echt wissen, wie es zwischen den beiden ist. Also, würde mich mal interessieren, aber naja, ich denke mal, wenn der Undertaker irgendeinen Vorschlag hat, dann wird Triple H, denke ich mal, nicht ablehnen. Weil der Undertaker wird ja nicht so eine Macht haben wollen, denke ich mal. So, also er ist ja nicht machtbesessen, weil er liebt ja die WWE, der Undertaker, sonst würde er ja nicht wresteln. Und der auch wirklich seinen Arsch aufreißt. Ja, jetzt kommt Damian Sandow. Gerade eben Mark Henry, die hatten ja auch schon ein Match gehabt. WrestleMania 22. Dieses Casket-Match. War auch ein super Match. Nein, Spaß. War, naja. Egal. Damian Sandow. Ich glaube, die hatten... Naja, der hatte auch mit denen auch nichts zu tun gehabt. Kann man sagen. Die wir auch schnell abgefertigt haben. Rey Mysterio, mit denen hat er auch ein paar Matches. 2002 hat er mal ein Match gehabt, wo mit Undertaker einen alten Gimmick hatte. Ich glaube, irgendein Tournament war das. Und ja. Jetzt zeig mal Rey Mysterio, was er drauf hat hier. Oder wie? Hey, Rey. Nein. Schöner Hurricane Runner. Rey Mysterio. Und sie hatten halt ein paar World Title Matches, wo der Undertaker Champion war. Ja, Rey Mysterio hat Number One Contender und die hatten ein Match hatten. Also. Auch was. Schönes. Und auch was Positives, weil ja, war schön, so zwei meiner Lieblinge zu sehen, weil die beiden sind ja auch wirklich bekannt, zum Beispiel den Undertaker, den kennt ja fast jeder. Also WWE kennt nicht jeder immer irgendwie, ne? Aber fast jeder kennt den Undertaker. Das war bei Rey Mysterio so. Viele kennen Rey Mysterio. Auch sehr lustig. Aber es ist auch lustig, dass viele auch nicht Hulk Hogan kennen. Also viele kennen den Undertaker, aber nicht den Hulk Hogan, weil Hulk Hogan ist ja so der wirklich einen Anteil hatte, dass WrestleMania auch nicht da ist. Man muss sagen, Hulk Hogan ist der schlecht, ist kein guter Wrestler. Das kann ich zugeben, aber jetzt hier. One, two, three. Okay. Aber er hat halt einen großen Anteil, weil er hat
Charisma gehabt und er hat auch Ausstrahlung gehabt. Und ja, ohne das wäre die WWE nicht da und er hat das Wrestling auch revolutioniert quasi. Muss man sagen. Dafür habe ich auch Respekt, aber Wrestling kann er einfach nicht. Und jetzt kommt CM Punk gegen Undertaker, bis dato zu meinem Zeitpunkt der letzte WrestleMania-Gegner, den der Undertaker natürlich gewonnen hatte, via Tombstone. Ja, auch ein super Match, auch Match of the Night, also es gab kein besseres Match an dieser WrestleMania. Muss man sagen, weil WrestleMania war, naja, bisschen schwach. Aber das ist ja nicht so schlimm, würde man sagen. Also, es gibt immer schlechte Pay-Per-Views. Okay, eigentlich muss man sagen, ist es eigentlich nicht so gut, weil WrestleMania ist halt die größte Show im Business. Und ja, man zahlt dafür ja am meisten. Und es ist halt die größte Veranstaltung im Sports Entertainment. Aber, naja. So ist es halt, ne? Obwohl ich aus CM Punk auch da den Respekt soll beim Undertaker, obwohl er auch trotz Knieverletzung das Match gemacht hat. Aber ich denke mal, CM Punk hatte zwei Gründe abzunehmen. Einer, das ist der Undertaker. Wenn der Undertaker so einen Aufbau macht und noch immer absetzt, ein bisschen komisch. Und zweite Sache ist WrestleMania. Also jeder will ein WrestleMania-Match. Deswegen strengt sich der Undertaker überhaupt an. Also der Undertaker, der quält sich ja teilweise in die Matches. Aber ist okay. Obwohl er bei der WrestleMania eigentlich sehr, sehr fit war. Mein Punk ist einer, der ist relativ safe, aber nur nach dem Dean Ambrose Match war er verletzt. Da hat er sich halt verletzt. Ist natürlich auch sehr bitter, weil Undertaker wollte ja lange noch mehr Matches machen dieses Jahr. Also bis letztes Jahr. Aber hat nicht so ganz geklappt, muss man sagen. Ja, und jetzt gegen JBL. Die hatten ja auch eine Fehde gehabt 2004 um den WWE Championship, wo der JBL der längste WWE Champion in der SmackDown-Geschichte war. Und ja, der Undertaker den Titel ja nicht gewonnen hat, wäre meine, okay, ich weiß nicht zu dem Zeitpunkt, wann ich das hochlade, aber in meiner baldigen Review, wer wisst ja, wann er wo die Titel geholt hat oder gegen wen, weil die weiß ich ja ganz genau. Und ja, auf jeden Fall kann man sagen, gegen JBL hat er nicht gewonnen. Von den ganzen Gegnern, die wir bisher hatten, hat er auch noch keine Titel gewonnen. Ja. So, und jetzt kommt 1, 2 und 3. Santino Marella. Ich glaube, die hatten auch noch keine Feder, aber da gibt es eine Feder bei WWE SmackDown vs. World 2009. Ja, 9 muss es sein, genau. 2009. Die hatten ja auch eine, diese Feder mit New School, die eigentlich ganz cool war. Also, das ist eigentlich ganz cool, aber das Einzige, was mich da kritisiert, das werden wir auch noch bald irgendwann explainen. Was mich da ein bisschen komisch finde oder was ich da kritisieren muss, ist einfach das mit dem Zombie. Also ich verstehe den Sinn da nicht. Aber ist ja okay. Jetzt wird Santino Marella auch hier gepinnt hier. So, jetzt komm. 1, 2, 3. Und jetzt kommt Cody Rhodes. Mit dem hat er auch noch keine Fehler gehabt. Leider glaube ich Cody Rhodes noch seinen Mustache, also seinen Schnurrbart. Weil ich ja vor 3-4 Monaten auch noch hatte. Zumindest so ein, ja, halt noch nie rasiert und so. So ein Bart wuchs halt. Und den habe ich mir jetzt, glaube ich, 2 Wochen nach meinem Geburtstag mal zum ersten Mal rasiert. Ja. Lief gut. Also ist ja jetzt auch gut, dass ich momentan mir nicht so viele Barthaare wachsen. Das nur jetzt hier am Mundbereich hier so ein bisschen drüber und halt an dem Kinn halt nur ein bisschen was wächst. Weil ich ja immer mal wieder rasiere, wenn das ein bisschen für mich zu viel wird, also quasi nach 2-3 Wochen, also ich lasse nicht länger wachsen. Weil ich momentan nicht so diesen 3-Tage-Bart oder ein Vollbart oder so, das will ich momentan nicht haben. Also das ist nicht so meins momentan. Und ich bin auch froh, dass ich noch nicht der Typ bin, der jetzt täglich rasieren muss. Dass ich erst nur 2-3 Wochen erstmal rasieren muss, aber okay, 3. Ja, jetzt 3. Goldberg. Ich glaube, die hatten auch noch kein Match, weil Goldberg war jetzt, glaube ich, nur 2 Jahre da? 1 Jahr? 2 Jahre? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er beim Rumble 2005 einen Gastauftritt hat, oder? Und 2004 war er auch dabei. Hatte das Mania halt mitgemacht. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber die hatten, glaube ich, kein Match, oder? Also ich könnte mich an keins erinnern. Aber es kann sein. Aber ich kann mich an keins erinnern. Goldberg war ja ein großer Bestandteil der WCW. Und dann ist er dann später 2003 dann gewechselt nach WrestleMania 19, wo er sein Debüt hatte gegen The Rock. Ja, gegen The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Und es wird ja auch ein bisschen spekuliert, ob der zurückkehrt.
Ich weiß nicht, also ich würde auch mal gerne wissen, gegen wen, also gegen Ryback denke ich mal nicht mehr, weil Ryback hat jetzt erstmal so viel Scheiße gebaut und der, das wird doch unglaubwürdig, wie die ihm aufbauen, so, ne? Also was meint ihr denn so? Ryback gegen Ryback gegen Goldberg? Also vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Also das muss sein, aber jetzt, ne. Ryback macht doch so viel Scheiße, muss ich sagen, der ist ja so unprofessionell, unsauber. Also das glaube ich ja nicht. Da war ja noch, zu deiner Facecut war ja noch so schlimm eigentlich, aber jetzt, naja, jetzt auch John Cena dabei, der mich aber jetzt richtig platt macht, aber der auch aufhören kann, ne? Hallo, Mr. Never Give Up, hör auf, hör auf. Hörst du jetzt auf, du kleiner Keule? Alter. Mein Gott. Hörst du jetzt auf? Hörst du jetzt auf? No! 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 Jetzt. Wow. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich schaffe ich das nicht, ne? So, und jetzt. Undertaker zeigt auch, dass er gut besser kann. Also das muss Match auf jeden Fall sein. Also das Match muss auf jeden Fall noch geben. Das sage ich. Und jetzt. Comeback, jawohl. Und jetzt. Snake Eyes und der Big Boot und noch der Leg Drop und jetzt der Chokeslam. Das ist ja so, wie der Undertaker es gerne machen möchte, was aber nicht immer klappt. Und jetzt Chokeslam und zu guter Letzt der Tombstone. It's time for the Tombstone. Bam. A Tombstone Pile Driver. 1, 2, 3. Perfekt, perfekt, perfekt. Und jetzt eine kurze Pause für den Undertaker und er heilt sich wieder. Man sieht es ja jetzt gleich. Was wird jetzt ein bisschen weniger? Ja, zwei Sachen: Kopf weg und gelb. Sergeant Slaughter. Hatten die eigentlich auch mal ein Match? Wüsste ich jetzt auch nicht. Sergeant Slaughter, der krasseste Patriot aller Zeiten. Also so ein Hass. Gegen den hat man ja nicht, denn das hat man ja damals, weil der Irankrieg oder Irakkrieg war. Und Sergeant Slaughter ja für den Irak war. Und Amerika und so weiter. Und das war gegen ihn ja richtig krass. Der muss ja mit Personenschutz und so durchgehen oder mit Schusskleidung und so. Das ist ja richtig krass, ey. Also so einen krassen Face hatte ich ja noch nie. Also so einen krassen Heel. Und jetzt. Hallo, Ronke Dose. Sergeant Slaughter. Hey, Herr Sergeant. Es hat sich ausgeslatscht. Jetzt kratzt er mich, ey. Alter. Und jetzt DDT. So. Und DDT. Und jetzt nochmal ein Pin. Komm. 1, 2, 3. Jawohl, jetzt kommt Tensai. Die beiden hatten tatsächlich ein Match gehabt, Tensai gegen Undertaker, aber damals war er nicht als Tensai bekannt, sondern als A-Train. Und zwar bei WrestleMania 19, wo Undertaker gegen Big Show und A-Train getroffen hat, in einem 2-on-1-Handicap-Match, was der Undertaker natürlich gewonnen hat. Sonst wäre ja die Serie nicht da. Wirklich, ne? So, und jetzt... 1, 2, 3. Jetzt kommt Batista. Die hatten ja eine gute Fehde, WrestleMania 23. Unreguler Teil, was der Undertaker gewonnen hat. Und dann hatten die noch ein Steel Cage Match. Da war ja. Ne, dann hatten die noch ein Last Man Standing Match, was geil war. Später noch das Steel Cage Match mit einem guten Ende. Dann später bei der Cyber Sunday hatten die halt ein Title Match mit Stone Cold Steve Austin als Special Guest Referee. Und dann später noch dieses Hell in a Cell Match mit Edge als Eingriff. Dann hatten die noch ein Triple Threat Match mit Edge drin. Und dann später noch zu seiner Endzeit von Batista, zu seiner Heelzeit quasi von 2009. Hat er da noch eine Fehde gehabt gegen den Undertaker. Erstmal bei Bragging Rights, dieses Fatal 4-Way Match. Und dann später bei TLC in diesem Chairs Match. Hatte er auch noch ein Match mit dem Undertaker gehabt. War es das schon? Nee. Wo er wartet. Wo der Undertaker ja, also wo der Batista einen unfairen Move gemacht hat,
Stühle zwar erlaubt ist, aber anderes nicht. Und Cesar Long in dieses Match, also die, das Match, also die Entscheidung wieder zurückgenommen hat und das Match neu gestartet ist. Und da hat der Undertaker halt wieder zugeschlagen und dann der Undertaker hat seinen Titel da verteidigt. Ja, das waren natürlich die Match-Historien, die sie halt hatten. Jetzt The Miz. Soweit ich weiß, hatten die nur ein Match gehabt, und das war WrestleMania 23, wo der Undertaker gegen ihn angetreten ist und am Ende irgendwie mit Last Ride den Kommentatorenpult reingeschmissen hat. Also quasi ihn zerstört, aber sonst wüsste ich nicht, dass die ein Match hatten. Ja, damals war Miz halt nicht so bekannt, weißt du. Und da kann man auch nicht so viel machen. Jetzt kommt ein Pinfall. 1 und 2 und 3. Das ging schnell. Und jetzt Randy Orton. Die hatten ja auch eine Fehde gehabt 2005. Und zwar bei WrestleMania 21. Bei WrestleMania Goes Hollywood. Bei WrestleMania Goes Hollywood hatten die. Hollywood. Hatten die halt ihr Match. Und was jetzt? Achso, ich dachte vielleicht der Seite uns, aber zeigen wir ihn vielleicht heute noch, hoffentlich. WrestleMania XXX. Was man auch nicht hier machen kann, was ich auch nicht gesagt habe, ist, man kann nicht rausgehen. Also man kann nur im Ring bleiben, also im Ring. Also außerhalb des Ringes kann man nicht verbringen, wie man gemerkt hatte, sonst wäre ich ja schon längst rausgegangen. Und ja, das haben wir schön gekontert hier, dieser Comeback-Move von Orton. Aber wird er nicht durchgehen, oder? 1, 2. Nee. Schade. Nochmal ein DDT. Okay. Machen wir noch einen Chokeslam, dann war's das. Ja. Chokeslam. Und zack. Und jetzt ein Pinfall. Und jetzt 1, 2, 3. Sehr schnell gebotscht. Und wir haben schon mal das 20-0. Also mein Ziel war vielleicht 25 Siege. Also 25-0. Mal sehen, wie viel wir das am Ende noch schaffen. Ich hoffe noch ein paar mehr. Jetzt kommt der Ultimate Warrior. Ich glaube, die beiden hatten auch noch kein Match gehabt. Weil ich glaube, wo der Ultimate Warrior... okay, der Ultimate Warrior danach hatte, aber... wo dieses große Match war, war der Undertaker noch gar nicht bei der WWE. Also Hulk Hogan gegen Undertaker. Ach Quatsch, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Was ja auch eigentlich, sagen wir mal, war nicht wirklich ein gutes Match, aber hatte halt so viel Historie und so. Zwei Publikums, die... Lieblinge stehen sich zum ersten Mal im Main Event. Zwei Titel standen auf dem Spiel und so alles und so. So vieles und ja, war halt ein bisschen historisch. Das Einzige, was ich auch mal ein bisschen komisch fand, okay, bei Hogan, was auch eigentlich ihn auch ausgemacht hat und das auch ihn populär gemacht hat, war diese Schüttelfunktion, dieses Hulkamania Running Wah und so weiter, wisst ihr? Es war ein bisschen komisch, aber so im Nachhinein habe ich, okay, ein bisschen früher habe ich es ein bisschen abgefeiert, wie er es immer gemacht hat, aber mittlerweile ist es ein bisschen unrealistisch, aber das ist halt die WWE. Aber das fand ich mal ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, jetzt der Ultimate, jetzt Yokozuna. Hatten zwar kein WrestleMania-Match, aber hat nochmal eine Fehde gehabt. Und ja, danke, du scheiß Kerl, ey. Referee, ey. Mein Gott, und toll. Look at the emotion. Und jetzt. Schöner DDT. Wenn ich jetzt gegen den Tombstone verpassen würde, das kam doch so unreal. Ja, kaum sage ich, ich mach's schon. Ich wollte ja nie so früh ausführen, aber naja. Egal. Machen wir jetzt einfach mal den Pin, das ist eh nicht vorbei, ne? 1, 2. Ne. Michael Cole, das could be. Lol. Ich muss aber sagen, also sie hatten ja mal ein Casket-Match gehabt, was Undertaker mal gewonnen hat mit Chuck Norris als Eingriff, soweit ich es weiß. Auch extrem lustig mit Chuck Norris, weil Chuck Norris wird ja, macht man ja viele Witze und so, wie man ja weiß und ja. Aber ich muss sagen, trotz seines Gewichtes fand ich Yokozuna eigentlich ganz cool. Also er konnte ja nicht gut wresteln für sein Gewicht, muss man sagen. Und ja, Charisma hat er auf jeden Fall. Ist natürlich schade, dass er gestorben ist an, ich glaube, einem Herzinfarkt im Jahr 2000. Aber naja, kann man nichts machen leider. Er ist ja jetzt mittlerweile in der Hall of Fame, meiner Meinung nach verdient. Muss man sagen. Ja. Ist auch cool. Ob der Ultimate Warrior noch in die Hall of Fame kommt, ist möglich. Weil es wird ja diskutiert, dass er vielleicht 2014, also in diesem Jahr, in die Hall of Fame kommen soll. Und das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ob der vielleicht kommt oder nicht. Wird auch immer, irgendwann mal wurde mir auch mal gesagt, dass Paul Bearer in die Hall of Fame kommen soll.
in der Undertaker höchstpersönlich ihn anscheinend, wie heißt das, einführen soll. Woran ich aber momentan nicht wirklich glaube, dass, also, es soll der Wunsch von Paul Bearer sein, dass, ist jetzt nur Gerücht, ne? Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber er hat gesagt, wenn er in die Hall of Fame kommt, dann nur mit dem Undertaker zusammen. Und ich glaube nicht, dass der Undertaker dieses Jahr schon in die Hall of Fame kommt, oder? Also daran glaube ich nicht. Und jetzt kommt der, Moment, ich glaube der, ah ja genau, der NWO Hulk Hogan, also der Hollywood Hogan. Hollywood Hulk Hogan. Ja, der, man muss einfach sagen, der den größten Heel-Turn aller Zeiten gemacht hat. Also, was der für einen Impact hatte, der Heel-Turn. Und auch ein großer Heel war, der war ja ein guter Heel, muss man sagen. Aber er konnte einfach nicht wresteln, das war sein Problem. Natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, hat er überhaupt dafür gearbeitet, um vielleicht gut zu sein? Weiß ich ja nicht. Und ja, genau. Also würde ich jetzt aufgeben, ne? Nee, okay, wir sind noch orange. Ich dachte, wir sind jetzt gut durch Hulk Hogan. Durch seine gefürchteten Schläge. So. Und jetzt. Schön gemacht. Und da muss man auch sagen, Undertaker hat mal gegen Hulk Hogan auch mal einen Titel gewonnen. Und zwar bei der Survivor Series 91 hat er mal den World, den WWF-Title geholt. Und 2002, soweit ich weiß, bei, na, doch nicht, Judgment Day. Bin mir gerade nicht so sicher. 2002 hat er den WWE-Title mal. Von ihnen, also den WWE Undisputed-Title. Also man muss sagen, der Undertaker war nie WWE-Champion. Muss man sagen. Weil er hat ja nie den WWE-Champion gehalten, er hat nur den WWF-Title gewonnen und den WWE Undisputed-Title. Das muss man so sagen. Und jetzt, 1, 2. Gute Nacht, Hogan. Bis morgen. Nee, Spaß. Ja, wie gesagt, Hogan hat ja den krassesten hier schon in der Zeit. Jetzt nochmal zurück zur Hall of Fame. Also ich denke mal, dass der Undertaker jetzt noch nicht dieses Jahr in die Hall of Fame kommt. Erst wahrscheinlich, wenn er die Karriere beendet, wird in die Hall of Fame kommen. Wann nie passieren wird, weiß man nicht. Also ich hoffe mal, also wenn er jetzt so kaputt ist, dass er eigentlich nur noch sich quälen muss im Wrestling oder nur humpeln muss, dann würde ich sagen, soll er aufhören. Aber wenn er noch fit ist und mal er kann es nur noch, dann würde ich noch gerne sehen. Also ich würde noch gerne sehen, aber ich würde nicht so gerne sehen, wie er sich immer quält und so. Also, weil ich habe immer den Anschein, dass er sich gar nicht wirklich quält und sowas. Merke ich mal, okay, bei Punk war es jetzt nicht wirklich der Fall, aber jetzt zum Beispiel gegen Triple H, das war ja danach sehr schlimm, dass er dieses Match gemacht hat und so gut war. Also, weil er hat ja danach so viele Probleme gehabt. Und wir haben unser Ziel erreicht, 25 Siege. Perfekt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich wirklich Paul Bearer dieses Jahr kommt. Aber ich bin ja, worauf ich aber am meisten gespannt ist, Undertaker bei der Hall of Fame. Weil dann, denke ich mal, wird auch echt ein privater Undertaker sein. Und da bin ich mal extrem gespannt. Jetzt Brodus Clay. The Funkasaurus. Aber ich muss dazu sagen, ja. Der Main Event Player. Ja, ein Main Eventer gegen Main Event Player. Passt ja, Main Eventer gegen Main Event Player. Weil der Undertaker ist ein Main Eventer. Ist ja klar. Und jetzt ein Chokeslam gegen Brodus Clay. Ja, und die hatten ja auch gerne aufeinandertreffen. Ich denke mal so, Brodus Clay sagt so im intern so, hey, ich bin Main Event Player. Ich will gegen Undertaker kämpfen. Boah, wenn das mal passieren würde, ich würde mich so kaputt lachen, wenn das mal passieren würde. Weil, naja. Egal. 3, jetzt kommt Dolph Ziggler. Hello, my name is Dolph Ziggler. Hello. I'm your... Warte mal. I want your soul. Nee, bitte. Machen wir nochmal. Hello, my name is Dolph Ziggler. Hello. I'm here for your soul. Ja, das passt. Ja. Undertaker und Dolph Ziggler hatten ja auch bisher kein Aufeinandertreffen. Ich glaube, das Match wird es auch nie geben. Weil ich glaube, Undertaker hat auch mitbekommen, was über die WWE und so passiert und was er auch für Aussagen macht. Muss ehrlich sagen, Dolph Ziggler hat sich irgendwie ein bisschen selbst kaputt gemacht. Durch seine dummen Aussagen. Oder was er immer überhaupt gesagt hat, diese. Wenn er das sein gelassen hätte, dann wäre er vielleicht heute noch vielleicht World Champion und hätte irgendwie World Title gekämpft oder so. Also, meinetwegen, wenn die ihn pushen wollen, kann die WWE tun, aber wenn sie es nicht tun, dann ist es total verständlich. Muss ich sagen. Also, ich sehe es jetzt nicht ein, wenn jetzt jeder sagt, hey, pusht sie auf Siegel und er baut Scheiße. Genauso wie Jack Swagger, der hat ja auch großes Produkt. Okay, der hat keine Ausstrahlung, kein Micwork, aber er kann gut wresteln. Und er hat ja, wäre, wollte, sollte eigentlich World Heavyweight Champion sein, aber
Nach diesem, Sachen mit Mariana und so alles. Worauf er sich jetzt freut, weil er jetzt Mariana, soweit ich weiß, jetzt erlaubt ist. Zumindest in Colorado. Also in Colorado wohnt, dann kann er Mariana rauchen. Sehr schön, ne? Aber, naja. Er hat sich quasi auch da selbst kaputt gemacht, muss man sagen. Aber, nun gut. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen squashen. Ich würde mir echt mal lustig finden, wenn der Undertaker tatsächlich mal so ein Match in Real Life haben würde. Das wird so, erstens würde es die Superstars selbst kaputt machen, weil, und zweitens, naja, wird der Undertaker irgendwann verlieren müssen. Aber ich denke mal, sowas wird es nicht geben, weil Undertaker will keine Superstars kaputt machen, wenn dann pushen. Und wenn ich mal hören würde, dass Ryback gegen Undertaker machen würde und Ryback die Streak brechen würde, ey, ich würde sofort mit WWE aufhören. Also die Spiele nicht, aber mit Wrestling gucken. Weil das ist doch dumm, ey. Ryback ist der schlechteste Wrestler, den ich kenne. Also er kann nicht wresteln. Der verbotscht so viel. Okay, komm, schlechteste Wrestler kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, wer noch schlecht, weil Giant Gonzalez finde ich auch nicht wirklich gut als Wrestler. Auch wenn ich nicht gegen die Person selbst sagen will, weil die Person ist ja gestorben. Nichts gegen die Person selbst, sondern das Charakter. Und auch ein bisschen an ihn selbst, weil er kommt halt von der Größe. Das muss man sagen. Aber an die Person selbst nicht. Ist jetzt nur die Wrestler gemeint, ne? Ja, aber Ryback kann einfach nicht progressen. Verbotscht er so viel. Das hört man ja, wie viel er verbotscht hat eigentlich so. Wie viel er verletzt hatte. Zum Beispiel hat er jetzt auch sogar den Genickbruch. Aber ich würde das echt mal wissen. Es gab ja auch dieses Gerücht da. Dass wenn jetzt zum Beispiel als Dolph Ziggler die Gehirnerschütterung hatte, dafür dort oder zum Beispiel Fandango die Gehirnerschütterung dafür, dass das wieder ein D-Push gab, weil es immer wieder passieren könnte. Wenn es sowas das Gerücht gibt, würde ich das echt Quatsch finden. Also, weil zum Beispiel, weil es gibt ein gutes Beispiel, zum Beispiel der Undertaker. Der Undertaker hat sich auch in den letzten 90ern immer sehr oft verletzt und hat auch, wurde immer noch gepusht oder so. Obwohl es eher ein schlechtes Beispiel, weil der Undertaker, ja. Das war ja noch in den 90ern. Naja, war ein schlechtes Beispiel, sorry. Ja, wir haben 30-0, das heißt, wir haben so viel noch nie geschafft. Da sind wir Denom of Death Valley. Und jetzt kommt der Besitzer selbst und will mich zerstören. Ja, Kane hatte ich auch zwei WrestleMania Matches, einmal 14 und 20. Und den Undertaker nicht ich. Der Undertaker halt. Und hatten halt so ein Hustle. Und McMahon gegen Undertaker gab es auch ein Match. So, aber das Survivor Series wird 2003 in einem Bird Alive Match, was Vince McMahon gewonnen hat. Und zwar, weil Kane eingegriffen ist. Ja, Kane hat den Undertaker attackiert und zwar sie ihn begrabigt. Und das war auch das letzte Auftritt als American Badass Undertaker, bevor er wieder sein Undertaker-Gimmick wieder hatte. Und ich glaube, soweit ich weiß, hat Undertaker noch nie ein Bird Alive Match gewonnen. Also, ich habe zwei gesehen von ihm und da hat er nie gewonnen. Drei habe ich gesehen und die hat er nie gewonnen. Ich weiß, ob er mehr beschritten hat oder nicht. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber tut er nicht zur Sache, weil das hat ja jetzt gerade nichts zu tun, sondern wir sind ja gerade dabei, noch unser Ziel zu maximieren. Also weiter dran zu sein. Und jetzt haben wir Vince McMahon besiegt. Jetzt Kofi Kingston. Ich glaube, Undertaker hat auch noch kein Match gehabt gegen Kofi Kingston. Also ich wüsste keins. Wüsstet ihr eins? Ich wüsste keins. Keule. So. Sehr schön. Und jetzt der Tombstone. Tombstone Pile Driver. Und jetzt. 1, 2, 3. Und zerstört. Sheamus. Zwischen die beiden gab es auch noch nie ein Match. Und es wurde mal gemunkelt, dass es zwischen den beiden mal ein Match geben sollte. Vielleicht, wenn der Undertaker noch nicht aufhört, vielleicht das da auch ein Match, aber wenn es jetzt Undertakers letztes Match sein soll, will ich nicht gegen Sheamus sein, sondern gegen John Cena. Also das Match gegen John Cena muss noch da beide sein. Also es muss noch dazugehören, auf jeden Fall. Was richtig lustig wäre, ein I Quit Match. 30 Jubiläum John Cena gegen Undertaker. I Quit Match. Oh man, das wäre so unrealistisch, weil keiner von denen aufgibt einfach. Undertaker nicht und John Cena, ja, Undertaker never give up, also gerade never give up und John Cena ja auch. Und das würde ich mal lustig finden, wenn das Match mal geben würde. Aber na gut, wir machen jetzt mal Sheamus fertig mit 1, 2 und 3 Jahren. Pam, Digga, pam. Jetzt haben wir 33, jetzt kommt Christian. Okay, Christian wird auch kein Problem sein. Ja, erstmal ein bisschen rumwedeln und so weiter. Schöne WrestleMania Stage, auch wenn das nicht die echte Stage ist, weil die Stage kann sich ja noch ändern. Ich weiß nicht, wie der
Mercedes-Benz Superdome aussieht und wie die auch das aufbauen wollen. Das weiß ich ja gar nicht alles. Das wird man ja sehen. Ich bin auch mal gespannt, wie das aussieht. Und jetzt ein schöner Tombstone. War es das schon jetzt direkt? Ich glaube nicht, oder? 1, 2, 3. Doch, war schon. Jetzt Zack Ryder. Ja, die hatten zwar was zu tun, aber nicht jetzt war Zack Ryder und Undertaker da die Fehde, sondern Edge gegen Undertaker und Edge war halt, also Zack Ryder war bei den Edge-Head mit Curt Hawkins und Zack Ryder. Also quasi Kumpan von Edge. Und hatten halt auch manchen anderen Undertaker angegriffen und so weiter und auch bei der Fehde wieder ein bisschen dabei gewesen und so weiter und so fort. Ja. Da hatte Zack Ryder so einen kleinen Anteil, wo er noch so ziemlich der Heel war. Auch wenn ich schade finde, dass er nicht gepusht wurde, als er so over war bei den Fans mit seiner Show und so weiter. Aber kann man nichts machen, kann man nichts machen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Schlimmes passiert ist oder so, kann man nicht wissen. Aber okay, 2 und 3. Und so schnell haben wir Zack Ryder jetzt auch weggehauen. Und jetzt der Undertaker. 35, genau. Schaffen wir vielleicht noch die 50? Das wäre auch mal was. Also sie hatte 25 als Sieg. Oh, Ric Flair. Ric Flair. Na egal, komm, jetzt. Undertaker, the greatest striker in the history of WWE. So, ja, die hatten beiden aber tatsächlich mal ein WrestleMania-Match, und zwar WrestleMania 8, ein No-Disqualification-Match, wo der Undertaker, soweit ich weiß, die 10 zu 0 ausgebaut hat. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Der Undertaker hat da seine Serie ausgebaut. Oh, ja. Und jetzt zeigen wir Ric Flair, wo der Hammer hängt. Wo hängt er denn? Da oben. Oh, unlustig. So, und jetzt 1, 2, 3, jawohl. Und jetzt kommt Ricky the Dragon Steamboat. Und nicht Rishi Steamboat, sondern Ricky the Dragon Steamboat. Ja. Und jetzt. Nein! Oh, wer hat sich wieder ein Superstar gegen mich? Jetzt muss der Undertaker so aufstehen. Ey, wieso steht er nicht auf der Lappe? Nein, Undertaker, steh auf. Oh Mann. Ah, jetzt komm. Ah, jetzt. Und jetzt der Tombstone. Der Tombstone. Ah, das war's doch nicht, oder? 1, 2. Nein, der kickt aus. Dann machen wir den zweiten hier. Oder? Nee, obwohl. Macht nicht Sinn, machen wir eher einen Superplex. Superplex. Superplex ist eher, wenn ich vom Seil aus das mache. Ja, ich muss hier gelb machen. Nein, geht nicht. Jetzt können wir pinnen. Komm. 1, 2. Ey, warte, willst du mich verarschen? So, jetzt machen wir einen DDT. Und jetzt pinnen wir mal. Und jetzt. 1, 2, 3. Jawohl. Brock Lesnar. Hoffentlich kommt dieses Match nicht. Es soll ja geplant gewesen sein. Aber der Undertaker hat angeblich schon jetzt einen Vorschlag gemacht, dass er gegen Daniel Bryan fäden möchte. Weil Brock Lesnar halt diesen harten In-Ring-Stil hat und der Undertaker halt nicht körperlich fit genug dafür ist. Und das soll der Undertaker sich auch nicht antun. Ich finde es auch richtig von ihm, dass er, wenn er es wirklich stimmt, was gesagt hat. Und schau mal, dieses Match kommt auch. Undertaker gegen Daniel Bryan. Oder vielleicht, Undertaker gegen Sting, das würde ich auch noch gerne sehen. Also, gegen Sting, ja, wäre eventuell auch mal was. Aber, ob die Frage ist, kommt es wirklich dazu? Wäre eine Überraschung, wäre auf jeden Fall eine Überraschung, wenn Sting wirklich dabei wäre. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, Sting ist ja so der berühmteste Wrestler, der nie die WWE gejoint hat. Der war ja ein großer Star bei der WCW und ist ja danach ja zur später irgendwann zu TNA gegangen. Und bei der WWE war er halt neben Brock Lesnar mal schnell gebotcht und jetzt kommt David Otunga. Der Muskeln hat wie sonst was, aber als Anwalt gefällt er mir eigentlich auch. Und jetzt, ey, was willst du, Anwalt hier? Ich werde Anwalt und nicht Wrestler. Jetzt kommt der Anwalt und verprügelt mich. Ein Anwalt verprügelt mich. Hallo. Ein Harvard-Student verprügelt mich. Der Anwalt verprügelt mich. Oh mein Gott. Holy crap. Und schön gewehrt. Und DDT
Ein Move, den wir jetzt, glaube ich, gefühlt zum 100. Mal sehen. Vor 1000 in Attendance, habe ich gerade gelesen. Also dieses DX, dieser Triple H Entrance Better. Und wir machen einen Tombstone, der Better ist das Best for Business. 1, 2, 3. Ja, der Vorteil. Jetzt kommt Seth Rollins, der auch zwar mit dem Undertaker auch einen Anteil hat, dass Undertaker sich halt verletzt hat, aber ein Einzelmatch hatten die auch nicht. Würde ich mir auch mal gerne vorstellen. Also das wäre auch, glaube ich, ein relativ gutes Match. Kann man sagen. Aber ist okay. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen fertig. Der Undertaker. Seth Rollins natürlich. Also Undertaker macht Seth Rollins fertig. Logisch. So. Und jetzt. Aber er ist, also meiner Meinung nach, ich habe es ja schon bei der Review gesagt. Für mich ist Seth Rollins der geborene Face. Also kein Heel. Das merken wir auch manchmal. Also er ist kein, nicht so der Heel, würde ich mal sagen. Und 40-0. Perfekt, perfekt. So. Big John Studd. 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 Ja, Big John Studd. Mit dem hatte ich ja nur, mit dem hat er natürlich, glaube ich, auch nichts zu tun gehabt. Aber der hat ja mal, den mussten wir aber mal nachspielen bei WrestleMania 1, als er diese Body Slam Challenge da war. Dann kann ich mich noch gut erinnern. Und jetzt, nein, oh Mann. Jetzt kommt er, Alter. Nö, jetzt findet er schon, Alter, ja. So. Jetzt komm. Was ich auch noch krass finden würde, wenn er Undertaker durch Submission verlieren würde. Aber ich denke mal, ich würde eher per Pinfall verlieren. Ich habe was gesagt, ne? Per Submission verliere ich nicht. Nee. Ich hab's gesagt und oh Mann, wir sind schon wieder orange. Alter! Schön gekontert und jetzt der DDT. Der war wichtig. Und wir sind rot und jetzt pinnen mal. One. Jetzt geht er schon aus, ey, der Kerl. Keule. Reicht langsam mal. Bleib liegen. Ja, jubeln wir mal ein bisschen. Ah, nein, morgen krieg ich kein Signature. Ich will ein Signature. Okay, wann wird er gelb? Dann die DDT. Und ein paar Dritte, jawohl. Heben wir kurz auf und jetzt Chokeslam. Chokeslam. Und Junge. Ich muss sagen, wieso, wenn er so den Chokeslam ausführt, ist finde ich viel besser als die damals ausgeführte Chokeslam. Wie der dann einfach so hochhieb und dann so komisch war, so die Tombstone. Bei WWE 13 zum Beispiel jetzt. Das sah so komisch aus. Jetzt sieht er besser aus und jetzt King Kong Bundy. Mit dem hat er auch mal ein Match gehabt bei WrestleMania 11. Soweit ich das weiß. Ja doch, WrestleMania 11 müsste es sein. Da hatten die Match, wo Undertaker mit dem Flying Clothesline gewonnen hat. Ja, müsste sein. Noch WrestleMania 11. 10 war ja nicht dabei. Und noch ein WrestleMania, oder? 10 war ja nicht dabei. Und bei WrestleMania 16 war er nicht dabei. Ja, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Also 10 und WrestleMania 2000 war es. Oder WrestleMania 16 war er nicht dabei. Und jetzt macht der Undertaker ihn richtig fertig hier, zerstört ihn. Den Dicken. Na. Nein, ich habe nichts gegen Dicke. Es war nur ein bisschen Humor gemeint, ja. Also King Kong Bundy weiß, wie ich es meine. Also, das schon wird es nicht sein. So, und jetzt. 1, 2, 3. Ich bin ja ein dünner Specht mit Dünnsack hat, ne? Ein Dünnsack. Ja. So, und jetzt kommt Big Show. Und zwar der alte Big Show. Big Show Retro. Mit denen hatten wir ja nur ein Match gehabt, aber es mehr 20 ein paar Fäden halt gehabt. Mit der Vicky Guerrero-Fäde. Ja, zum Beispiel, wo er auch ein kleiner Teil, kleine Fäde war. Ich glaube 2008, Ende 2008, 2009. Anfang 2009, ja. Da hatten die halt eine Fäde, aber mehr war's. Glaube ich auch nicht. Okay, dazwischen auch mal ein paar Kurzfäden, aber. Sonst auch nicht. Okay, die hat nochmal ein Tag-Team gebildet. Und zwar die Unholy Alliance. Das gab's auch, Leute. Die Unholy Alliance, wo sie halt zweimal den Tag-Team-Teil gewonnen haben. Ja. War ein cooles Tag-Team, muss ich sagen. Hat mir eigentlich gut gefallen. Und dann natürlich als Ministry of Darkness war also so genial. Kann ich sagen. Oh nein.
Scheiße, der Undertaker ist rot. Müssen wir schnell fertig machen. Komm, 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 komm. Chokeslam, Chokeslam. Heb auf, mach hin. Jetzt kommt Chokeslam. Hä? Hä? Der hat doch ein Signature gehabt. Hä? Wo hat er den Fläscher? Ja, toll. Sieht jetzt aus. 1, 2. Na, gut. Gut. Jetzt kommt der Rock. Kommt der alte oder der neue Rock? Ich glaube, der alte. Nein, der neue. Der, ja. Ja, in deinen Träumen, ey. In deinen Träumen. So. Jetzt aber. Neckbreaker vom Undertaker. So. Jetzt hau ich ihn kaputt, ey, den Rocky. So, und jetzt. Schöner DDT. So. Wieder ein schöner DDT vom Undertaker. Und jetzt ein paar Tritte. Und jetzt, ey. Wie macht er da denn Mario? Scheiße, nö. Und jetzt komm. Ja. Und. Bad Breaker. Schöner Bad Breaker vom Undertaker. Und DDT. Tritt mir lieber oder Chokeslam? Ja, aber mit Chokeslam sicherer. Dann wird er auch 100% gelb. Und Rock ist dann weg. So, und tschüss, Rocky. Die hatten ja auch ihre Fehde gehabt, zum Beispiel 99 um den WWF-Titel, wo der Undertaker verteidigt hatte. Und 2002, so. Also, sie hatten ein paar Fehden, aber nicht so lange. Und eine große Rivalität auch nicht. Y2J, ja. Kann ich mich auch gut erinnern, wo Y2J sein Debüt hat, oder beziehungsweise der Undertaker eine Promo haltete und dann Y2J unterbrechte und die beiden einfach runtermachte. Und der Undertaker so: If you did me to rub in me, I will. Ich weiß nicht, irgendwie vermöbeln oder so, trashen so. And that is a promise. Und 10 Jahre später unterbricht er ihn wieder. Bei 2008, bei dem Triple Threat Match, bevor da der Undertaker ja seine Rede gab, dass er gegen Kane antreten wollte und Chris Jericho kaputt gemacht hat und Chris Jericho ihn unterbrochen hat. Finde ich ganz lustig, manchmal. Und jetzt haben wir schon 45 Siege, Alter. Wie lange geht das denn eigentlich? Gibt es echt 50? Lol. Okay, es sind wahrscheinlich mehr als 50 Leute im Roster, aber schon heftig viel irgendwie, oder? Ist irgendwann eine Brenn zu sagen. Und jetzt kommt der Kane. Müsste eigentlich der alte Kane kommen, ne? Bricht der jetzt mal eine Serie? Das ist jetzt die Frage. Hoffentlich nicht. Ich will auch die 50 schaffen. Die 50, und dann bin ich. Dann bin ich höchst zufrieden. Dann bin ich sehr zufrieden. Ich sag mal so, dass sie es ohne Ring, also ohne rausgehen, also ohne aus dem Ring rauszugehen, mag dann, finde ich besser, weil wenn man jetzt Gegenstände hat, kann man ja so einfach besiegen und so mit. Ohne alles ist ja. Die beste Waffe, die beste Waffe. Ja. Und Kane gegen Undertaker, ja, die hatten ja Matt Grey, WrestleMania 14 und 20. Mehr aber auch nicht. Nope. Das ist ja ein schöner DDT. Jetzt verpassen wir mal einen Chokeslam. Chokeslam! What a wonderful Chokeslam. Und. Maschine. Naja, Mama Tombstone jetzt, komm. Und dann ist er auch weg. So. Aber wir müssen verdammt aufpassen, weil wir sind nicht so stark wieder. Weil wir sind, glaube ich. Ja, okay, wir sind wieder orange, aber wir sind ja wieder rot. Und werden ja bald rot sein. Jetzt kommt der neue Ric Flair. Ja, man sieht schon, der Undertaker, der ist jetzt nicht mehr so fit. Und ja. Und jetzt gegen Ric Flair. So. Und jetzt. Schön. Oh je, und jetzt. Oh yeah. Geil. Und DDT. Sehr schön. Und. Nein, DDT. Geil, geil, geil. Was? Oh, klar. Boah, Junge. Ich dachte schon. Alter. Das war knapp, Junge. Was macht Ric Flair? Ey, macht er uns jetzt fertig? Warte. Was? Nein, 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 komm, 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 komm. Klick drauf, drück drauf, schneller, 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 schneller. Jetzt sind wir garantiert rot. Jetzt komm, schneller, 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 komm, komm.
Ja, ist ein Rot. Mach ihn schnell fertig. Oh nein. Whippin, nein. Jetzt kommt ein schöner Schlag. Kein Pin. Kein Pin. Nein, er wirkt uns. Nein, wirkt mich nicht. Wirkt mich nicht. Und Undertaker steht einfach auf. Undertaker. Setzt sich wieder auf und jetzt. Ah, Chokeslam. Komm. Verpasst schnell den Chokeslam und pin ihn einfach. Komm, Chokeslam. Jawohl. Komm, 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 komm. Mach hin, mach hin, mach hin. Ja, hoch, 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 und runter. Und schön. Und pin. One. Two. Three. Jetzt wait, Barrett. Bad News, Barrett. Die hatten ja auch mal was zu tun, weil der Undertaker, zum Beispiel beim World Love Match zwischen Kane und Undertaker, im Jahre 2010 hat ja Wade Barrett mit seiner Nexus den Undertaker angegriffen und gerade mit begraben. Und ein paar Mal haben die, naja, auch an der Kette den Undertaker. Und Wade Barrett hat halt die tragende Rolle getragen, weil er halt der Anführer der Nexus war. Und ja, so. Einfach und der Rest ist Geschichte. Und jetzt macht der Undertaker ihn einfach fertig und zeigt somit hier seine Rache. Und zwar zeigt er jetzt hier den wunderschönen Tombstone. Sehr schön. Und jetzt. Und jetzt kommt Mick Foley. Die Match, das Match gibt's ja. Oder es gibt ein legendäres Match und zwar King of the Ring. Wo der Undertaker ja Mick Foley ihn runtergeschmissen hat und damit Mick Foley quasi zur Legende gemacht hat. Weil dadurch wurde er halt so populär und hat. Und wurde halt Hardcore-Legende gemacht. Also Undertaker hat ihn quasi so mit overgebracht, kann man sagen, durch den Runterschmeißen. Aber wieder den Bump genommen hat und trotzdem weiter gewrestelt hat. Obwohl der zweite Teil, also wo Dante, wo der Mick Foley, oh, schon, nein. Oh ja, das müssen wir wieder schon einsetzen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Boah, das wäre knapp gewesen. Hätte fast aufgegeben. So, schöner DDT. Und ja, jetzt müssen wir aber richtig hier fertig machen, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Alter, jetzt komm mal hin. Wir haben ja schon gleich eine Stunde, Alter. Läuft schon lange, das Let's Play. Dieses kleine Special, kann man sagen. So, jetzt ein paar DDTs, damit sein Kopf jetzt rot ist. So, und jetzt. Ja. Und ein Chokeslam, jawohl. Warum sehe ich eigentlich immer nur Daniel Bryan Dolph Ziggler Shirts, aber so wenige John Cena Shirts? Ah, jetzt sehe ich ein paar. Aber ein bisschen mehr, ne? Naja. Weil Cenas Merchandise verkaufen sich am besten. Ist halt so. So, und jetzt der Dummstarn in den beiden. Ja, auf jeden Fall der zweite Bump, der mit dem Käfig in den Ring reingefunden ist, war eigentlich nicht geplant. Sollte eigentlich nicht so sein, aber nun gut. So, Foley ist weg. Und jetzt kommt der alte Rock. Und wir haben schon 49 Siege. Also mit denen noch besiegen, haben wir die 50 voll. Yeah. Und den Rock mag ich lieber als den. Also sagen wir so, den Rock mochte ich ja schon. Also ich habe ihn in der Elite-Ära geliebt. Aber nach dem WrestleMania mit Stone Cold Steve Austin nach 2003 fand ich ihn einfach scheiße. Da habe ich ihn einfach wieder gehasst. Da fand ich ihn irgendwie nicht mehr so gut. Und heute, naja. Das als er Return war, habe ich abgefeiert, muss ich sagen. Aber die Promo fand ich auch noch da geil. Und der Aufbau zwischen John Cena und so war auch noch ganz gut, aber sonst halte ich nicht mehr so viel von The Rock. Er müsste wieder der Alte sein, der so 99, 2000, 98 und so. Der müsste er wieder sein. Das wäre awesome. Aber ich denke mal, dazu wird es nicht mehr kommen. Leider. Aber nur gut, wir werden sehen. Wir sehen, werden sehen, was in der Zukunft bringt. Jetzt 1, 2, 3 und schon haben wir die 50 voll. Ziel ist erreicht. Okay, komm. Mehr wollen wir auch nicht schaffen, oder? Also wir versuchen noch weiter. Aber ich kann jetzt sagen, okay, Lord of Darkness sind wir jetzt geworden. Aber wir können zufrieden sein. Jetzt kommt Diesel. Diesel. Gut. Nein. Hä? Hallo? Jawohl. Ah, scheiße. Jetzt wollte ich einen Katapult-Catch-Finisher machen. Ah, vielleicht jetzt, oder? Ja, jetzt. Sehr schön. Hat jetzt geklappt. Und jetzt gegen Diesel in Tombstone. Die beiden hatten ja auch ein Match gehabt bei WrestleMania 12. Ja. Hat der Undertaker natürlich auch gewonnen. Ach, schade. Und jetzt DDT gegen den Undertaker. Oh je. Sehr viele Tritte gegen den Undertaker. Quatsch, nicht gegen den Undertaker, sondern gegen Diesel. Und jetzt, nein, scheiße. Scheiße. Ah, okay, das ist nicht so schlimm.
Das schaffen wir, weil, glaube ich, ja, mein Kopf nur angewiesen ist, nicht mein Bauch quasi. Oder mein Oberteil. Jetzt, ah, Schacht. Oh Mann, das wäre dreist gewesen. Aber wir verpassen jetzt sehr viele DDTs. Das ist gut. Jetzt. Jawohl. Ha, vielleicht haben wir noch die 51. Mal sehen. Also es wird schwieriger. Man sieht ja schon, wie kaputt der Undertaker jetzt einfach ist. Und jetzt Chokeslam. Jawohl. Und das war's jetzt eigentlich. Müssen wir die 51 komplett haben. Ja. So, und jetzt. 1, 2, 3. Warum macht er so langsam? Jetzt Daniel Bryan. Das Match wünsche ich mir auf jeden Fall bei WrestleMania. Auf jeden Fall nehme ich gegen den. Jetzt hier. Das würde ich ja scheiße finden. Obwohl, ja, wird passen irgendwie. Wird irgendwie passen. Aber nein. Wir versuchen uns alles. Wir geben alles. So. Und jetzt. Aus Match könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wäre cool. Wenn es bei WrestleMania 30 wäre. Und ich denke mal, für Daniel Bryan wäre es auch eine große Ehre. Und da könnte ich auch sagen, es wäre ein Karrierehöhepunkt für ihn. Würde man sagen. Weil, wenn der Undertaker einen Gegner haben will, dann muss es auch was heißen. Weil dann müsste er auch einen besonderen Status beim Undertaker haben. Und CM Punk hat er auch bestimmt nur genommen. Springt er gerade auf und der Undertaker direkt mit Tombstone. Und das würde ich mir als cooles Ende vorstellen. Und jetzt. Tombstone, das war's jetzt. Okay, Daniel Bryan wird es nicht sein. Oder? Ne, Daniel Bryan wird es auch nicht sein. Und jetzt Edge. Oh, Edge. Könnte auch wahrscheinlich sein. Weil gegen Edge hatten wir auch verloren. Also, Quatsch, gewonnen. Die hatten auch eine geile Fehde. Ich habe die Fehde geliebt und jetzt. Oh, scheiße. Kick aus. Gut. Jetzt komm. Nein. Ey, Alter. Nee. Ach, gut. Er visiert nur meinen Kopf an. Das ist gut. Okay, Undertaker. Nein. Hallo. Undertaker. Wie mies. Jetzt komm. Alter, jetzt komm. Steh auf. Sehr schön. Was? Nein, warum haut er nicht weg? Jetzt kommt nur Holz, ey. Was soll der Scheiß? Na toll. Okay, das war's. Gegen Edge. Wie gesagt, Edge eine geile Fehde und das war's. 52 Leute haben wir besiegt. Ja, mein Fazit zum Modus. Geil. Also schön, dass man so ein Slabbernacker Matchup und dass man auch mit anderen Superstars machen kann. Nicht nur mit dem Undertaker. Das ist jetzt nur hier für die Streak jetzt. Aber beim Slabbernacker Match kann man es ja machen. Also beim Slabbernacker Match kann man jeden Superstar machen. Ist geil. Mit dem Undertaker. Coole Sache. Was ich nur schade finde, dass man diese Fähigkeiten, die der Undertaker halt hat, mit den Chokeslam oder mit dem Licht aus und so weiter, das immer noch einbinden können, aber ist nicht schlimm. Ich finde super. 78.000 Punkte haben wir. Ja, damit kann man gut leben. Streak-Verlängerung, also mehr als 21 Sieger hat 21.000. Super, also mit 50.000 Punkten kann man gut leben. Und ja, wir haben auch gut ein bisschen Spannung reingebracht. Und Selbstdarstellung. Und Drama an und ja. Angriffsvielfalt, besiegte Gegnerbonus, Wettbewerbsstärke und Matchlänge 55 Minuten 51. Ja. Na gut, wie ist eure Meinung zu der Streak? Verteidige die Streak oder defend the Streak? Schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.